Hallo, ich bin die Susanne Neff und heute wollte ich euch ein bisschen was erzählen über die Arbeit mit dem inneren Kind. Und zwar ist es wirklich wichtig, wenn man irgendwelche traumatischen Erfahrungen gemacht hat in der Kindheit, dramatisch oder traumatisch oder beides. Und oft ist es so, dass man dann zu dem Zeitpunkt auch einen Seelenanteil verliert, den man in der schamanischen Reise wieder zurückholen kann. Und es ist auch wichtig, dass man mit dem inneren Kind arbeitet. Dafür kann man das so machen, dass man zum Beispiel sich ein Stofftier, also das zum Beispiel sein Krafttier ist, holt und das anstatt dem inneren Kind nimmt und mit dem spricht und fragt, was es heute braucht und wie es sich fühlt, um da eine bessere Idee davon zu bekommen. Oder man kann auch eine Puppe nehmen, die so aussieht wie man selbst oder einfach irgendeine Puppe. Einfach irgendwas, was das innere Kind repräsentiert für einen, und kann dann mit dem anfangen zu sprechen. Man kann auch das Gegenüber sitzen auf dem Stuhl und mit dem reden. Und also dadurch erfährt man viel mehr über sein inneres Kind. Und es gibt auch eine schamanische Reise, die man machen kann. Dafür geht man in sein Geburtshaus zurück, geht durch die Tür und geht dann in das Zimmer, in dem man normal gewohnt hat oder geschlafen hat. Und schaut sich erstmal um. Ist das Zimmer zugesperrt? Ist es offen? Ist es dunkel oder ist es hell? Wie sind die Möbel? Sind überhaupt Möbel dort? Wo findet man sich? Wie sieht man aus? Wie alt war man da? Und solche Sachen schaue ich dann immer und dann kann man den Raum so verändern, wie man er gern hätte. Man kann die Wände streichen, man kann andere Möbel reintun, man kann Spielsachen reintun, die einem gefallen. Und wichtig ist auch da, dass man dann mit dem inneren Kind jeden Tag telefoniert, ja, redet und kommuniziert und das dann immer fragt, was es machen will, ob es sich ausruhen will, ob es rausgehen will, ob es ein Eis essen will, ob es spielen will, ob es schlafen will. Und dass man das dann auch selber an dem Tag ein bisschen berücksichtigt und dann selber Eis essen geht oder was auch immer man an dem Tag braucht. Und dadurch heilt man Stück für Stück das innere Kind. Genau. Also das ist was, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, was ich auch selbst mache und was wirklich hilft, wo ich einen Unterschied sehe und auch eine Entwicklung, dass sich das verbessert, wie das innere Kind sich fühlt. Von zum Beispiel allein gelassen und im Stich gelassen, da dazu, dass es dann Abenteuer erleben will, spielen will und viel mehr Energie hat. Also probiert's aus und lasst mich wissen, wie es funktioniert. Viel Spaß!